Moin Leute, da sind wir wieder. Moin. Bei mir der Ralf Bertram, aber ich glaube, das Vorstellen, das können wir uns sparen. Das können wir. Na? Ihr habt vielleicht schon unsere anderen Objektiv-Talks gesehen. Da haben wir ja auch schon über Leica M-Linsen gesprochen. Einmal die 50 und die 35 mm. Und heute sind Weitwinkel dran. Genau, was fehlte noch? Auf jeden Fall die 20er-Riege. 21, 24, 28 mm. Und ja, ihr seht das, heute sind wir mal in einer anderen Location. Wir sind jetzt quasi bei euch im neuen Laden. Also der Ralf, der arbeitet ja bei Meisterkamera, ist der im einen oder anderen ein Begriff und ihr seid vor kurzem umgezogen. Ja, vor kurzem. Wir sind Ende Oktober umgezogen, haben die neuen Räume in der großen Theaterstraße 35 eröffnet. Bisschen mehr Fläche, bisschen mehr Platz, bisschen mehr Ruhe. Ist, glaube ich, ganz schön. Also wer Lust hat, schaut gern bei uns mal rein. Schaut sich was an, was da ist. Es ist nicht nur Leica, wir sind ein bisschen weiter aufgestellt. Wir haben Canon, Nikon, Fujida, alles, was man eigentlich so möchte. Ich glaube, wir können fast jeden Wunsch bedienen. Schaut rum, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns da auf alle Fälle drüber. Und das Schönste ist ja das immer, wo wir hier vorstehen. Ne? Ich finde ja immer, das Gebrauchtregal ist, weißt du, Neuware, das ist ja austauschbar. Aber dann so das Gebrauchte, da könnte ich immer stundenlang davor stehen und mir dann so die Schätzchen rauspicken. Wobei, du hast es gesehen, auch da natürlich Lücken, speziell 35-50, nachdem wir darüber gesprochen haben, auch nochmal einen deutlichen Schub am Markt bekommen. Das heißt, ich würde heute auch ungern irgendwie Preise nennen, weil es ist im Fluss befindlicher Markt derzeit, das ist relativ schwierig. Lass uns lieber über das sprechen, was die einzelnen Objektive auszeichnet, die Charakteristika, warum, wieso, weshalb. Lichtstärkenriesen sind es fast alle nicht. Das kommt jener nicht so ganz entgegen. Also ein bisschen was haben wir da ja schon bei. Ne? Ja, so ein, zwei Ausnahmen gibt es ja immer. Wir haben jetzt, ja, wir haben bewusst gesagt, wir nehmen einfach mal die 20er Brennweiten zusammen, also 21, 24 und 28. 28 haben wir jetzt keine M-Linse dabei. Allerdings ist natürlich auch, ich denke, vieles ist auch übertragbar. Also wenn wir zum Beispiel über ein 24er Summilux reden, dann ist ja die Abbildungsleistung auf ein 28er übertragbar, oder? Sind da große Unterschiede? Ja, ich denke schon. Generell kann man speziell bei Leica jetzt natürlich ganz einfach sehen, wir haben Objektive, da sage ich immer, da gibt es ein Schwesterobjektiv dazu. Wenn wir jetzt mal über hohe Lichtstärken sprechen, Summiluxe, da gibt es 21, 24, 28. Speziell das 21er und 24er sind für mich vom optischen Design her ein Ansatz. Man sieht das auch an der Fassung. Daher muss man die, glaube ich, tatsächlich nicht beide im Test haben. Den Luxus, den wir uns gegönnt haben in der Vorauswahl, war natürlich auch einfach zu sagen, wir gehen mal auf ein bisschen kompaktere Systeme hin, die in der Tat keine hohe Anfangsöffnung haben, sich aber durch eine unglaublich hohe Allgemeinleistung auszeichnen und die gerne übersehen werden aufgrund eben dieser geringen Anfangsöffnung. Wir haben auch heute wieder ein Objektiv von einem anderen Hersteller, also von Zeiss dabei. In den Kommentaren der letzten Videos, da kommt natürlich immer drunter, ja, ihr habt das vergessen, ihr habt das vergessen, ihr habt das vergessen. Wir könnten 10-Stunden-Video machen, wenn wir alle Objektive reinnehmen. Also das kann immer nur ein Auszug sein. Na? Ja, und ich finde, es ist unglaublich schwer, weil viel ist wirklich persönliche Präferenz. Wir haben in den letzten beiden Videos stark auch über Farbwiedergabe gesprochen und wie unterscheidet sich Vintage von aktuell. Dadurch, dass 21, 24, 28 bei Leica noch nicht so lange im System sind, auch bei anderen Herstellern noch nicht so die Heritage haben, ist es ganz einfach so, dass man sagt, lass uns ein bisschen kompakter bleiben, weil sonst wäre es wirklich, wie du sagst, 10 Stunden plus überhaupt kein Problem. Also, ne, erwartet bitte nicht, dass das hier Anspruch auf Vollständigkeit hat. Wie wollen wir beginnen? Wollen wir das Ganze nach Brennweiten machen oder nach Objektivtypen? Du darfst ja aussuchen, wo wir starten. Ich darf mir aussuchen. Dann würde ich sagen, lass uns mit der Brennweite anfangen, die wir eigentlich auch gar nicht im Test haben, aber das wäre historisch korrekt. Genau, wir fangen einfach damit an, was wir nicht getestet haben. Also speziell bei Leica war die Entwicklung im Weitwinkelbereich dahingehend, dass man sagte, das erste Weitwinkelobjektiv, was kam, das war 1935, ein 2,8 cm Hector. Seinerzeit noch mit einer sehr bescheidenen Lichtstärke von 6,3. Das Leica, das 1935 brachte, lag ein bisschen daran, Zeiss hatte vorher schon vorgelegt,
baute ein 28 mm für die Contax-Messsucherkameras und so war Leitz seinerzeit unter Zugzwang und musste nachlegen. Das war Leicas oder Leitz erster Vorstoß in die 20er Weitwinkel. Sagen war wir das auch schon 20er. M, also war damals auch M-System? Nee, das war noch Schraubgewinde, das war tatsächlich noch M39, 1935. Okay, also noch nicht ja. Bajonett, sondern noch nicht Bajonett, aber schon für die M-Kameras. Aber schon quasi adaptierbar. Ja. Mit Entfernungsmesser gekuppelt und man kann also tatsächlich... Also nicht M, sondern Messsucher müssen wir sagen. Messsucher ne? müssen wir sagen, ja. genau. Man kann tatsächlich hergehen und so ein Vintage-Objektiv aus den 30er, 40er Jahren per Adapter an einer digitalen M10 Monochrom betreiben. Funktioniert alles. Haben wir ja auch schon, also bei den 50ern hatten wir es ja, dabei. Bei den 50ern ne? das Summarit mit dabei, das Summar glaube ich auch noch. Ja, ja, also das funktioniert. Gut, also fangen wir mit dem 28er an. Was ich dazu sagen kann, ich fotografiere ja mit der M und habe dann natürlich auch, ich habe ja angefangen mit dem 50er, habe ich mir einen 35er dazu gekauft und dann muss ich aber sagen, kam ich so ein bisschen ins Straucheln, weil dann irgendwann ja die Q kam. Und als die Q kam mit dem 28er, da bin ich dann quasi bei den M-Linsen ausgestiegen und habe gesagt, die Kombination, also aus einer M mit 50 und einer Q mit 28, war für mich eigentlich perfekt, weil dann muss ich nicht wechseln. Mein Ansatz ist ja speziell bei der Q ein relativ eigener. Ich betrachte die Q ja tatsächlich nicht als Kamera, sondern eigentlich nur als lichtstarkes 28mm Objektiv. Weil wenn man sich selbst bei einer Q2 den geforderten Verkaufspreis anschaut und überlegt, ich bekomme hochlichtstarkes 28mm Objektiv, habe Autofokus, kurze Naheinstellgrenze und habe hinten dran noch einen Sensor mit 47 Millionen Bildpunkten Auflösung, dann bezahle ich wirklich nur das Objektiv und bekomme eine Leistung, die ist auf M-Niveau. Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen meine Überlegung gewesen, weil ich bin ja wirklich, also ich liebe ja die M durch und durch, muss ich sagen. Ich finde, das sind die schönsten Kameras, die es gibt. Aber so hin und wieder mal so ein Autofokus ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ja, hat schon seinen Grund, dass es den gibt, ne? Ja. die Q hat ein Summilux davor, also eine Summilux-Rechnung, allerdings mit einer 1,7er Anfangsöffnung. Ja, es liegt tatsächlich zwischen den beiden klassischen Anfangsöffnungen, die man eigentlich im M-System kennt. Summilux bedeutet bei Leica immer Anfangsöffnung 1 zu 1,4, Summicron ist immer 2,0. Vom Leistungspotenzial ist es für mich mehr Summilux, definitiv. Wie gesagt, ich persönlich spreche das, was aus einer Q oder aus einer Q2 kommt, als absolut Bildqualität auf M-Systemniveau an. Und von daher ist das hier kein günstiger Einstieg, sondern ein ganz, ganz, ganz vollwertige Leica mit Leica-DNA in Reinskultur. Das ist eine der schönsten Möglichkeiten, wenn jemand sagt, ich möchte einen lichtstarken Weitwinkel haben. Ich interessiere mich für den Bildlook, die Farbigkeit, die Leica liefert. Da ist eine Q eine absolute gute Überlegung. Ich kann ja einfach mal so noch ein paar Bilder mit einblenden ins Video, ne, dass ihr da einfach noch mal so ein paar, ja. paar Beispiele habt. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es schon wieder fast vergessen, dass es eine 1,7er Anfangsblende hat und keine 1,4er. Ich nehme mal an, das ist einfach der Größe geschuldet, ne? Dass man gesagt hat, da will man vielleicht im Durchmesser noch ein paar Millimeter sparen oder... Das könnte ein Argument sein. Das zweite ist natürlich, wir beide wissen, wie konservativ oder vorsichtig Leica bei seinen Objektiven und bei der Objektiventwicklung ist. Da nimmt man lieber nochmal eine Zehntel oder zwei Zehntel Blendenstufen raus und sagt, dann graviere ich 1,7 und habe das auch effektiv und dafür aber eine voll nutzbare Blende. Ich würde sagen, den Unterschied, ob ich jetzt mit 1,7 oder 1,4 arbeite, sehe ich nicht. Das ist kaum. Auf der anderen Seite ist der Schritt von 2,0 auf 1,7 auch nicht so groß. Also es liegt halt wirklich dazwischen. Es ist so. Es ist mehr so eine Gehirnsache, ne? Wenn ja. die 2 vorne steht, dann, dann tut es schon ein bisschen weh, ne? Ja, dir immer, ne? Ja, die 1 muss stehen, ne? Die 1 muss stehen. Gut, also da, das zum 28er. Und da gibt es dann natürlich das Pendant als Summilux für die ja. M. Ich würde sagen, dann arbeiten wir uns jetzt mal hoch. Ich habe damals das 24er Summilux. Das habe ich damals für die M im Test gehabt. Das hatte ich auch eine Zeit lang mit
auf dem Schiff. Das haben wir jetzt nicht hier stehen. Ich habe aber mal ein paar Beispielbilder mitgebracht. Ganz einfach, dass wir das mal einblenden können und uns mal angucken können. Ne? Ja. Weil dann können wir davon dann vielleicht zu dem, wir haben ja noch einen 24er Elmer. Ne? Und ja, was ich einfach finde, ist natürlich dieser Look, offene Blende und Weitwinkel. Das ist natürlich eine Kombination, die meiner Meinung nach, guck mal hier, ich habe sogar mal eine Blume fotografiert. Also das ist meiner Meinung nach halt so ein typischer Summilux-Look. Ja, ich sehe mich natürlich auch in der täglichen Praxis häufiger mal mit der Fragestellung konfrontiert, wie soll ich die Anfangsöffnung wählen? Eher gemäßigt, also 2,0, eher lichtstark 1,4. Und mein Punkt ist tatsächlich, dass ich, wenn lichtstark im Anforderungsprofil steht, dann doch ganz gerne zum Weitwinkel rate. Weil Weitwinkel bedeutet, ich habe generell erstmal mehr Schärfenausdehnung als mit einem 35er, was gemäßigter Weitwinkel ist, oder mit einem 50er Standardobjektiv. Diese systembedingte Schärfenausdehnung, die ich drin habe, oder Tiefenschärfe, wie auch immer wir es nennen wollen, die kann ich natürlich ein bisschen eindämpfen, indem ich mit einer hohen Anfangsöffnung arbeite. Das ist einer der Gründe, warum Weitwinkel mit hoher Anfangsöffnung tatsächlich immer ein bisschen in höherer Gunst stehen. Man muss auf der anderen Seite sagen, da gibt es natürlich konstruktiv auch wirklich Hürden. Also einen richtig guten, lichtstarken Weitwinkel zu konstruieren und zu bauen und in Serie zu fertigen, ohne große Streuung zu haben, das erfordert schon wirklich Meisterschaft in der optischen Berechnung und vor allem auch Meisterschaft in der Fertigung. Das ist eine ganz, ganz klare Sache. Und da muss ich sagen, hat Leica mit den drei Summiluxen, die es in diesem Brennweitenbereich gibt, sowohl mit 28, 24, 21, wirklich was geleistet. Die sind sicherlich, wenn man die komplett durchmisst und eine Teststellung macht, die rein auf einer optischen Messung beruht, nicht perfekt, aber für das sie eigentlich sein sollen. Das heißt, mit rausgehen, fotografieren, dreidimensionales Objekt abbilden, da sind die perfekt und das auch schon bei Offenblende. Ja, also ich muss sagen, das 24er hat mich auch richtig begeistert. Wie gesagt, letztendlich nicht gekauft habe ich es, weil es einfach zu dicht am 28er und der Kuh war. Also da habe ich einfach gesagt, dass das alles mitzunehmen ist dann irgendwie ein bisschen too much. Man hat eine relativ knappe Stufung. Also ich habe, glaube ich, in einem der vorherigen Videos schon mal darüber gesprochen, dass man so als optimale Abstufung zwischen zwei Brennweiten immer den Faktor 1,4 anspricht. Den hat man auch, wenn man den Schritt von 21er zum 24er und dann wieder vom 24er zum 28er macht. Mir persönlich wäre es auch zu dicht und ich habe leider nicht das Auge für 24 mm. Also ich kann es immer wieder probieren, aber ich kriege damit keine wirklichen Fotos, die bei mir persönlich einen Wow-Effekt auslösen. Wer es einsetzen kann, und ich kenne viele Fotografen, der liebt es, weil es in der Regel als Ersatz fürs 28er gekauft wird, sodass man sagt, ich habe 35-50 als kleine Basis und komme damit sehr gut zurecht und ergänze dann mit 24, wenn ich es ein bisschen harmonischer haben möchte. Ich persönlich benutze tatsächlich kein 24er, habe 28 zwar, nutze es aber selten. Wenn ich eine große Brennweitenbrücke haben möchte, runde ich nach unten hin mit einem 21er ab. Finde ich persönlich aber vom Bildlook einfach auch ein bisschen spannender noch. Ja, also ich glaube, was die optische Leistung bei dem Summilux angeht, bei dem 24er, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne? Das ist, also wie gesagt, ich habe hier ein paar Bilder eingeblendet. Das ist meiner Meinung nach top. Spannend wird es meiner Meinung nach, wenn wir jetzt mal sagen, lass uns doch mal in die Bereiche gucken, wo es erstmal im Geldbeutel nicht mehr ganz so weh tut und wo es aber auch größenmäßig interessant wird. Also das hier zum Beispiel ist das 21er, da kommen wir gleich noch zu, aber das ist dann natürlich auch schon nichts mehr für die Hosentasche. Und das 24er ist ähnlich, ne? Ja, die beiden sind sehr dicht. Ich spreche die beiden tatsächlich als Objektive an, die ein bisschen aus einem Guss sind. Das ist auch ein Designansatz bei der optischen Konstruktion oder bei der optischen Berechnung gewesen. Das werden wir aber gleich auch, wie gesagt, noch beim 24er und 21er in den gemäßigten Lichtstärken, die ich persönlich sehr, sehr, sehr präferiere. Sie sind wunderschön klein, haben ein Leistungspotenzial, das ist herausragend. Hier haben wir das 24er und das
21, also wir können ja mal da, hier, ne, 21 Elmer und 21 Summilux, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und das sind jetzt quasi beides Elmer. 24, 21 sehen äußerlich identisch aus, ne? Ja, ich müsste dich einmal leicht korrigieren. Wir haben einmal ein Super Elmer. Das 21er hat tatsächlich die Bezeichnung Super Elmer, um nochmal. Dafür ist er da. Um mich zu korrigieren. Nochmal auf diesen etwas größeren Bildwinkel hinzuweisen. Das Schöne am Super Elmer ist tatsächlich, dass man mit der Modellbezeichnung auch wieder ein bisschen historischen Bezug genommen hat. 21er, ich springe jetzt einfach mal historisch bei Leica zurück. Das fing an, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, um 1957, 58, offiziell eigentlich 58. Und da gab es ein Super Angulon. Das Objektiv hatte seinerzeit Anfangsöffnung 4,0. Man sieht an der Bezeichnung Angulon, ein jeder, der so ein bisschen in Optikrechnung, Optikherstellern drin ist, Schneider-Kreuznach. Leica kaufte das System tatsächlich ein. Ganz, ganz klassischer Gedanke, früher auch schon bei Leitz, dass man sagte, wenn wir ein Spezialobjektiv haben und wissen, wir werden keine großen Stückzahlen davon absetzen können, dann schauen wir uns mal um, wer ist am Markt, wer fertigt in einer Qualität, die auf unserem Niveau ist, beziehungsweise die unseren Qualitätsansprüchen Genüge tut. Also kaufte man bei Schneider-Kreuznach seinerzeit die Super-Angulon-Rechnung ein. Ließ sie leicht modifizieren, nahm wieder Leica-typische Vergütungsschichten und bekam so das erste Super-Weitwinkel ins System. Seinerzeit tatsächlich sowohl als auch mit Schraubgewinde als auch mit M-Bajonett. Die Objektive waren wunderschön klein, ganz, ganz tolle Abbildungsleistung, wurden aber relativ schnell, weil sie eine starke Vignette hatten, klassisch bei diesem extremen Weitwinkelbereich, 1963 abgelöst. Auch wieder mit einem Schneider-Kreuznach-System, auch wieder ein Super-Angulon. Man steigerte die Anfangsöffnung auf 3,4, halbe Blende, hatte eine etwas größere Frontlinse, um ein bisschen mehr Ausleuchtung des Bildfelds zu haben, das heißt weniger Probleme mit Vignette, die es immer noch gibt und die von manchen Fotografen, speziell bei den Vintage-Objektiven, sehr, sehr gerne genutzt wird, um den Bildlook ein bisschen zu steigern. Mit einer Vignette, viele Fotografen machen sie heutzutage in der Post-Production rein, kann ich natürlich auch wunderschön einfach den Blick lenken. Früher war sie da, wir haben ja mittlerweile ein Qualitätsniveau, speziell beim Super Elmer und beim Elmer. Die beiden sind ja nahezu perfekt. Die sind frei von optischen Restfehlern und da bleibt's. Also ich hab hier mit der M10 Monochrom, ja, habe ich ein paar Testbilder gemacht. Das war das 21er. Die, gut, wir können jetzt nichts über Farbe sagen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es ist halt einfach auch schwer, jedes Objektiv mit jeder Kamera zu testen. Deshalb sind das natürlich alles nur so Auszüge. Was mir aufgefallen ist, die beiden Elmas oder Super Elmer Elmer sind, was Schärfe angeht, was Kontrast angeht, absolut erste Sahne. Also das ist, ne, gerade hier, du siehst das mit dieser Gegenlichtaufnahme und das sind unbearbeitete DNGs, die aus der Monochrom kommen. Da habe ich nichts dran gemacht. Das ist phänomenal. Also die Monochrom tut da natürlich auch ihren Anteil zu bei. Okay, bei dem Bild, ich weiß jetzt nicht, ob ein Regenbogen fotografieren mit der Monochrom so das Schlauste ist, aber machen wir halt einfach mal. Es ist halt. Aber also es ist auch was so Verzeichnung und so weiter angeht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie extrem verbogene Linien an den Rändern hat oder so. Also ich muss sagen, absolut top. Und ich glaube, dass diese Objektive, also speziell hier 21, 24 Elmer, dass die ganz hervorragend sind für jeden, der Landschaft macht, Street-Fotografie, gut für Architektur. Architektur. Sie sind schön klein. Sie sind natürlich eine ganz andere Preisklasse als die Summiluxe. Konkrete Preise wollen wir ja heute nicht nennen, aber das könnte ja alles, das kann man ja alles googeln. Aber das ist natürlich, sind einfach ein paar Scheine unter dem Summilux, ne? Ja, und es ist für mich natürlich auch wieder so ganz klassischer M-System-Gedanke.
kleines Objektiv mit einer gemäßigten oder normalen Lichtstärke, dafür aber eben ganz, ganz stark auskorrigiert und sehr leistungsstark. Das ist ja einer der Gründe, warum ich an die beiden so ein bisschen mein Herz verloren habe. Es sind wirklich tolle Systeme und ich finde es immer schade, dass sie aufgrund der Anfangsöffnung so ein bisschen übersehen werden. Nun haben wir gerade im angesprochenen Aufnahmebereich, wenn du sagst Architektur, Landschaft, viele Fotografen, die sagen, da reicht's mir, da blende ich eh ab. Und beide sind bei Offenblende voll nutzbar, also, so wie jedes absolut Leica-Objektiv. Top. Also das ist, man muss eigentlich nicht abblenden. Ne? Das ist, ja. Gibt's keinen Grund zu. Ich möchte aus gegebenen Anlass noch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Du wirst es auch schon gesehen haben. Leica hat vor 10 Tagen, 2 Wochen ungefähr beide 24mm Objektive abgekündigt. Die gehen beide aus dem System. Sowohl das Summilux und natürlich auch leider das hervorragende Elmar 24. Ich habe bislang noch nichts gehört, ob es Ersatz geben soll. Über die Gründe mag ich und will ich nicht mutmaßen. Also wer jetzt noch sagt, ich brauche einen 24er für Leica, bitte nicht also mehr allzu lange überlegen, weil auch bei uns werden die Bestände ein bisschen knapper. Okay, da kann man jetzt nur philosophieren und mutmaßen, was der Grund ist. Muss man einfach abwarten, ja, wie sich das entwickelt. Nee, also ich kann sagen, die beiden Objektive abbildungstechnisch ganz weit vorne. Ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Präferenz sprechen. Du weißt, was jetzt kommt. Ich mag natürlich gerade diesen Look Weitwinkel mit Unschärfe. Deshalb liebe ich ja auch die Kuso. Und das ist einfach, also das ist so meins, ne? Weil ich ja jetzt auch nicht so der Landschaftsarchitekturfotograf bin. Ich habe halt viel mit Menschen und ich mag halt ein bisschen Freistellung. Und das ist, es ist wirklich schwer damit. Es ist schwer, dafür sind sie aber tendenziell tatsächlich auch nicht gedacht. Und auf der anderen Seite, wir haben auf die Summiluxe hingewiesen. Man sieht sie gut im Video. Ja, dieser Freistellungseffekt ist dann aber auch einfach durch Gewicht und Größe erkauft. Da muss man wirklich abwägen und das macht für mich halt speziell, wenn man sagt, 28 ist da Objektiv der Wahl, eine Kuh eben auch zu einer extrem interessanten Lösung. Vielleicht können wir jetzt mal den Bogen zu 21 machen und das hier über das Summilux. Ich habe hier mal meins mitgebracht, damit habe ich ja relativ viel fotografiert. Also meine Kombination ist ja M50, Q mit 28 und dann habe ich mir damals das Summilux dazu gekauft. Der Hauptgrund, das zu kaufen, war damals, als ich diese Reisen mit dem Containerschiff angetreten habe. Und das Problem auf so einem Containerschiff ist einfach, du kannst nicht sagen, da gehe ich nochmal 2 Schritte zurück. Es ist halt, und da halt alles da sehr groß ist, kommt es halt teilweise wirklich auf ein paar Millimeter Brennweite an. Und deshalb habe ich hier jetzt auch einfach nochmal so ein paar Bilder rausgesucht, die ich mit dem 21er Summilux gemacht habe. Und hier siehst du es zum Beispiel, du hast diese seichte Unschärfe nach hinten. Na, du kannst bei mir davon ausgehen, dass die alle offenblendig gemacht sind. Auch das hier, das sind beeindruckende Bilder. Es ist, was die Schärfe angeht. 21er ist ja nun auch schon super Weitwinkel mit einem großen Bildwinkel, auch den es hat. Und ist natürlich noch prädestinierter dafür, als ein 28er oder ein 24er einfach eine Dynamik im Bild und eine Tiefe zu erzeugen. Und das sieht man eben auch wunderbar. Du hast es ja auch sehr, sehr, sehr erfolgreich einfach für das Seafarers-Projekt eingesetzt. Und ich glaube, dass es dich auch im täglichen Einsatz, wenn ich es jetzt richtig erinnere, nie im Stich gelassen hat. Und das finde ich halt also unglaublich faszinierend. Also ich würde mich jetzt sogar mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass dieses Objektiv nach Noctilux mit zu dem Besten gehört, was Leica je gebaut hat. Ja. Sofern man das sagen kann. Ne? Aber ich glaube, dass das absolut top ist. Es ist ein Objektiv, mit dem man nah ran muss. Mhm. Ja, also es ist total verschenkt, wenn man sagt, man macht damit Landschaftsaufnahmen, weil dann hat man von dieser... Ja, dann brauchst du die Öffnung nicht. Dann brauche ich die Öffnung nicht und dafür ist es halt wirklich zu groß und zu schwer, muss man sagen. Das heißt, man muss ein bisschen nah rangehen, hat dann aber, wie zum Beispiel, ich finde das Bild hier, zeigt es eigentlich sehr gut, was das 21er kann.
Das ist immer mein Argument, wenn ich über diese Weitwinkel spreche, 24, 21. Bitte irgendwas im Vordergrund suchen. Muss nah nicht ran, mal ne? scharf sein. Dran, damit ich dann einfach Tiefe im Raum aufbauen kann. Ja, also, nee, also absolut geniales Objektiv. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, trotzdem will ich mich davon trennen. Ja, ganz einfach deshalb, weil ich habe mich so auf diese Kombination 50-28 eingeschossen, dass ich es, ich setze es zu selten ein. Und dafür ist es dann wieder zu teuer, muss man einfach sagen. Ne? Das ist, also das ist ein Objektiv, das muss im Einsatz sein auch. Ne? Also bei dir ist das Werkzeug und das muss am Ende des Tages sein Geld verdient haben. Und wenn es in 8 von 10 Fällen im Board steht. Es hat mir absolut gute Dienste geleistet auf den Containerschiffen. Aber jetzt, ja, wie gesagt, es lag eine ganze Zeit lang rum. Also ich nutze es einfach mal als Hinweis, falls jemand so ein 21er Summilux braucht, was schon um die Welt gereist ist. Ja, und was so ein paar kleine Macken hat, aber war letztes Jahr noch im Customer Care. So, jetzt sind wir über 21er Elmar Sumarit. Jetzt kommen wir nochmal hier zu einem Elmarit. Zwischen... Nee, Elmar war... Oh, diese Bezeichnung. Elmar, Elmarit. Das ist, ich werde es nie lernen. Soll ich es nochmal kurz für dich aufschlüsseln? Also Summilux und Summicron habe ich ja mittlerweile drauf. Ja. So, und Elmarit und Elmar. Elmarit und Elmar. Letzten Endes relativ einfach. Wir gehen mal von oben nach unten. Summilux bedeutet bei Leica Anfangsöffnung 1 zu 1,4. Lux ist ja Lux, quasi Licht, Lichtstärke, viel. Ne? Summicron ist 1 zu 2,0. Mhm. Elmarit ist 1 zu 2,8. Mit ein, zwei Ausnahmen. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Und dann kommt Elmar. Elmar bedeutet in der Regel eine Anfangsöffnung 4,0. Mhm. Wir haben hier zwei Exemplare, die weichen da ein bisschen von ab. Das Super Elmar hat 1 zu 3,4. Das Elmar 24 mm hat 1 zu 3,8. Wir sprechen die beiden jetzt aber erstmal so als klassische Elmare an. Und alles eben mit 2,8 heißt ganz klassisch bei Leica Elmarit. Dieses 24er Elmarit, was wir hier drin haben, ist... 21 ist das. 21, ja. Stimmt. 24 hatten wir gar nicht in der Teststellung. 21er Elmarit ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. All dieweil es die zweite Ausführung in dieser verhältnismäßig modernen Objektivrechnung ist bei Leica. Die zweite Ausführung, weil das Vorgängerobjektiv 1980 gekommen ist. 1980 für mich beginnt eigentlich so einmal die moderne Zeit bei Leica im Objektivbau. Du kennst ein bisschen meine Präferenz für die 50er, 60er Jahre. Das ist für mich immer so die erste Welle des Objektivbaus. Dann ab 79, 80, das war die Einführung der M4P bei Leica im System, hat man viele Objektive grundlegend überarbeitet. Und zu dem Zeitpunkt lief das Super Angulon, also das 3,421 aus. Und wurde auf Wunsch von vielen Berufsfotografen durch das 2,8er Elmarit ersetzt. Das kam also 80, ist grob über den Daumen bis 96, 97 gefertigt worden. War für sich ein sehr, sehr gutes Objektiv, aber Leica immer mit dem Bestreben, das Gute auch noch ein bisschen besser zu machen, rechnete es neu, setzte eine asphärische Linse rein und fügte letzten Endes nur noch das ASPH-Kürzel für die Kennzeichnung der asphärischen Linse hinter die Modellbezeichnung und entwickelte damit ein System, was mit dem Vorgänger eigentlich fast gar nichts mehr gemein hatte, außer der Typbezeichnung. Es ist vom Leistungsspektrum her eine ganz andere Geschichte. Der Einsatz der asphärischen Linse im 21er führte dazu, dass man die gesamte Objektivleistung grundlegend nochmal ein Niveau höher hob. Die Randausleuchtung ist hervorragend, auch Kontrast und Mikrokontrast in den Rändern ist gut. Für mich ganz spannend, ich kann es immer nur so ein bisschen einschätzen, weil ich es selber nicht besitze und nicht benutze, wie es sich im Vergleich zu einem Super Elmar schlägt, weil das Super Elmar 3421 ist für mich momentan die Präferenz, wenn es darum geht, optische Leistung bei einem 21er zu besprechen. Und ich finde es hochinteressant, wie sich jetzt das 2,8er schlägt. Zeig doch einfach mal, genau, bei weil dir da habe ich nämlich eine Besonderheit festgestellt. Und wenn wir uns das mal hier anschauen, es ist natürlich für solche Aufnahmen prädestiniert, ne? Richtig Weitwinkel, richtig ja. Platz zu haben. Also es ist jetzt auch vollkommen unbearbeitet, das ist mit der M10 gemacht. Also für sowas, wer mit Linien arbeiten will, Architektur in die Richtung, absolut einwandfrei. So, und was ich jetzt aber festgestellt habe, ich habe, ja, es ist ja so, ich fotografiere immer ständig mein Motorrad.
Ich habe dann aber festgestellt, dass das Objektiv ein bisschen anfällig ist, wenn das Licht wirklich konkret, also wirklich voll in die Linse kommt. Und das siehst du hier bei diesem Bild. Dann, also wenn die Sonne wirklich fast gerade ins Objektiv fällt, bekomme ich in der Mitte so ein Flatschen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das konstruktionsbedingt ist oder ob nur diese eine Ausgabe, aber eine Macke schien das nicht zu haben, da war nichts dran. Ne? Also ich würde generell sagen, dadurch, dass es halt, wie gesagt, eine etwas ältere Rechnung ist und ja, sehr, sehr komplex, also es sind viele Linsen drin, es ist ein relativ komplexer Aufbau, die waren einfach noch nicht so stark gegen Licht unempfindlich, ja, wie das modernere Objektive sind. Nun darf man nicht vergessen, wie gesagt, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, 1997, 1998 rum eingeführt. Mhm. Das sind jetzt auch schon ein paar Tage. Und also da hat sich viel getan. Ich habe halt einfach festgestellt, du musst ein bisschen spielen. Ja. Und das ist natürlich, das Problem ist natürlich, dass du diesen Fehler nicht im Messsucher siehst. So, und was ich habe es halt auf dem Display dann gesehen und habe dann das Live-View angemacht, um einen Winkel zu finden, wo dieser, wo diese Reflexion in der Mitte dann weggeht. Und da muss man halt einfach ein bisschen mit spielen. Also das ist meiner Meinung nach aber so ein bisschen gefährlich, wenn man jetzt wirklich mit starkem Gegenlicht fotografiert und einfach nur den Messsucher nimmt. Messsucher ist eh ein bisschen schwierig, weil er natürlich die 21 mm nicht komplett abbildet. Da muss man ja immer ein bisschen schätzen. Ja, oder man macht es ganz präzise, einen Aufstecksucher dafür. Oder ja, einen elektronischen Aufstecksucher dafür. Gut, mit dem elektronischen würde ich aber auch den Bildfehler wieder sehen. Okay. Ne? Der wird mir ja wieder diesen Gegenlichtreflex, ja, zeigen. Aber ansonsten muss ich sagen, also hier übrigens, dieses gebogene Dach der Tankstelle, ich glaube, das Dach ist gebogen. Weil ich habe nämlich versucht, das zu korrigieren. Das ist nicht das Objektiv. Ich saß da nämlich vor und dachte, das macht da oben aber einen komischen Bogen rein. Und wenn du genau hinguckst, ist es das Dach der Tankstelle selbst. Ne? Aber ansonsten, also wirklich, bis auf diesen Gegenlicht-Aspekt, auch ein sehr schönes Objektiv. Ich finde aber generell, dass 21 und 24 doch in der Anwendung ein bisschen schwieriger sind als beispielsweise ein 35er und 50er. Da muss man sich einfotografieren. Da ist manchmal tatsächlich ein Millimeter Neigen der Kamera oder nochmal ein Halbschritt zur Seite etwas, was dem Bild gut tut und das Bildergebnis dann auch nochmal optimiert. Es ist, wie gesagt, wir reden über sehr, sehr starke Bildwinkel und da sollte man sich ein bisschen drauf einlassen. Also ist Erfahrung. 21 geht von der Brennweite schon in Richtung Endgegner. Ja, wir könnten noch 18 mm ins Boot holen. Das baut leider ja auch, aber nein, und heute nicht. Und dann gibt es ja noch so ein paar Sonderfälle. Ich glaube, Vogtländer hat sogar 10 oder 12 mm. Ne? Das ist dann ganz krass. Ja, das ist für die Leute, die in der Nachbearbeitung auch keine Vignette mal reinsetzen wollen. Das ist für die, die um die Ecke fotografieren wollen. So, also auf jeden Fall jetzt 21 und dann haben wir ja noch das Zeiss. Das Zeiss in dieser Teststellung ist auf ganz besonderen Wunsch hinzugekommen, dem ich mich nicht verschließen wollte. Und das war auch gut so, denn das Objektiv, nach meiner Einschätzung, bringt all das mit, wofür Zeiss bekannt ist. Es hat einen großartigen Weitwinkel-Look. Es ist schärfe- und kontrastmäßig und auflösungsmäßig auf dem Niveau des Super-Elmer nach meinem Dafürhalten. Es hätte wieder, wenn man es farbig betreibt, etwas kühlere Farbwiedergabe. Aber auch da habe ich, muss ich gestehen, da hatte ich auch die Monochrom noch dabei. Ich habe dann auch nicht mehr den Gegenversuch gemacht, weil ich nicht alle Kameras mit dabei hatte. Aber auch abbildungstechnisch, also gibt es nichts dran zu meckern. Ne? Ja. Kontrast hervorragend, Schärfe hervorragend. Also von daher. Was mir vor allem extrem gut gefällt, ist natürlich die Größe. Na, also wenn wir uns das einfach mal anschauen hier, das ist ja wirklich auf Westentaschenniveau. Das ist Westentaschenniveau und das ist natürlich einfach auch
in Verbindung mit einer kleinen Kamera, ob das jetzt die Zeiss M ist, wo die Zeiss ZM ist, wo wir es dran haben, oder ob es ein M-System bei Leica ist, eine wunderschöne Lösung. Und wie gesagt, für alle in Anführungszeichen normalen Anwendungsbereiche, Landschaft, Architektur, reportageartiges Fotografieren, wenn ich jetzt nicht in den Schlechtlichtbereich hineingehe, durchaus ein hervorragendes Objektiv. Nee, auch super verarbeitet. Also merkst du ja auch, wenn du allein Fokusring drehst und den Blendenring. Also, wir haben ja mit den Zeiss-Objektiven in allen Teststellungen immer gute Erfahrungen gemacht. Nee, und ich glaube, wem es wirklich auf Größe ankommt, der sollte da auf jeden Fall mal hinluschern. Ja. Na? Wie ist das so von der Verfügbarkeit? Ist das etwas, was gut zu finden ist? Oder ist also man braucht ein bisschen Geduld. Man braucht ein bisschen Geduld. Die sind 2004 das erste Mal gekommen. Man findet die verhältnismäßig selten nach meinem Dafürhalten. Es wäre, glaube ich, deutlich einfacher, momentan bei Leica ein 2.8 21er zu finden, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Speziell, wenn man sich was Gutes tun möchte und wenn man sich was gönnen möchte, schaut man, dass man es mit dem optischen Sucher bekommt. Ich bin ja ein großer Freund nach wie vor von den optischen Suchern. Gerade bei der Verwendung von Weitwinkelobjektiven an der M, wenn man sagt, man arbeitet vorfokussiert, das heißt reportageartig auf der Straße und sagt, ich fokussiere das Objektiv auf 2,50 Meter, 3 Meter, habe bei einer Blende 4 oder 5, 6, wenn ich es noch einen Stopp runtersetze, ohnehin sehr, sehr große Schärfenausdehnung, dann nur noch über den optischen Sucher zu arbeiten und zu sagen, ich nehme nur noch den Bildausschnitt, das ist natürlich was total befreit. Ich persönlich bin immer nicht so der große Freund davon, etwas auf der Kamera drauf zu haben. Es hat natürlich bei diese alten optischen Sucher haben natürlich auch so ein bisschen diesen Vintage-Flair, aber ich finde einfach alles, was man auf die Kamera oben drauf baut, nicht sexy. Und ich bin tatsächlich so, dass ich dann sage, ich gucke durch und denke mir einfach den, also ich schätze einfach, also ich schaue und ich weiß dann ganz genau, ah, da ist noch ein bisschen mehr Platz drauf. Aber ich glaube, das sind auch einfach unterschiedliche Fotografierstrategien. Ja, ich glaube, da ist ganz, ganz viel persönliche Präferenz dabei und auch immer der Ansatz, wie möchte ich drangehen. Ich liebe den, wie gesagt, optischen Sucher sehr. Ich finde ihn auch nach wie vor deutlich besser als einen elektronischen Sucher auf eine M10 beispielsweise draufzusetzen, weil er mich vom Kopf her einfach freier macht. Es ist wirklich, ich habe nur den Sucher und kümmere mich nur noch um den Bildaufbau. Also ich mache es bei der M10 so, ich habe dafür auch den elektronischen Sucher, auch der ist quasi im Neuzustand, weil ich ihn kaum benutze. Bei der digitalen mache ich es tatsächlich so, wenn ich jetzt unsicher bin, dann schalte ich einmal kurz das Live-View an, um einmal den Bildaufbau zu überprüfen und dann wieder aus. Aber das ist natürlich dann, ist nicht so schnell. Das ist nicht, um Schnappschüsse zu machen, um mal eben gerade. Also wir können ja noch einen kleinen Tipp speziell zum 24er geben. Wir haben ja nun in der Vergangenheit auch schon mehr als einmal bei dir oder bei uns im Geschäft drüber gesprochen. Das 24er, wenn man sagt, ich möchte weder mit einem elektronischen noch mit einem optischen Sucher arbeiten, kann man tendenziell auf fast jeder M, ich sage jetzt mal bewusst, bei den analogen M6, M7, MP und bei den digitalen ab M9 aufwärts als das ansprechen, was man sieht, wenn man komplett durch den Sucher blickt. Also ohne die Bildfeldmarkierung, sondern wirklich das ganze Sucherbild als 24 mm ansprechen. Das haut so zu 90% ungefähr hin. Ich habe links und rechts tendenziell ein bisschen mehr, aber anschließend croppen ist ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Und vielleicht befreit es den einen vom Sucher und macht es ihn schneller bei seiner Art der Fotografie. Wenn ja, dann freue ich mich. Ausprobieren sollte man es auf alle Fälle mal. Ich finde, es ist in erster Linie Übungssache. Ich bin natürlich als Brillenträger noch mal ein bisschen anders in den Arsch gekniffen. Mir fehlen immer noch so ein paar Millimeter an den Rändern im Sucher. Ich muss aber sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Das heißt, ja, es ist im Endeffekt Übungssache. Natürlich fehlt dir immer ein bisschen was und es ist jetzt kein pixelgenauer Bildaufbau, den ich damit vornehmen kann. Aber ich habe in den seltensten Fällen absolut am Rand nochmal so wichtige Bildinformationen, dass ich sage, das muss da jetzt unbedingt mit rein. Bei Architektur kann ich mir das schon eher vorstellen. Weißt du, wenn man mit Linien arbeitet, wenn man etwas genau rahmen möchte, dann möchte man vielleicht etwas genauer arbeiten, aber
bei mir spielt sich das meiste eigentlich, sag ich mal, im, so in dem 70% der Mitte ab. Bei Architektur hast du natürlich aber auch einfach Zeit und in der Regel arbeitest du vom Stativ aus. Da ist es dann auch egal, ob du Live View oder mit einem separaten Sucher arbeitest. Und ich würde da tatsächlich, sobald man auf einer digitalen ist, sprich bei Leica ab 240 aufwärts, auch immer sagen, mit einem Live View, dann habe ich wirklich das, was ich aufzeichne, auch komplett auf dem Display. Und sehe dann, habe ich Probleme mit einer Charakteristik, wie zum Beispiel einem Flair in einem Objektiv oder mit einem Blendfleck, der mich stört. Und ich habe den Aufbau eben hochpräzise. Das heißt, ich kann ganz genau sagen, okay, das will ich machen, so will ich meine Linien führen. Ihr seht schon, das ist ein Riesenfeld, da kann man sich dumm und dusselig diskutieren. Auch die Frage, was ist jetzt die Präferenz, war ein Bestes gibt es mal wieder nicht, ein Schlechtestes gibt es auch nicht. Also ich kann nur empfehlen, das auszuprobieren. Also man muss sich darauf einlassen und ich glaube, die Weitwinkelbrennweiten sind alle nicht extrem einfach. Also 24, 21, das ist etwas, damit muss man sich beschäftigen. Das ist nicht wie 85 mm 1,4 und ich baller im Hintergrund alles weg. Nee, du siehst einfach immer sehr, sehr viel. Und wer mit Weitwinkel fotografiert, der muss sich auch mit Bildaufbau beschäftigen. Ja, zwangsläufig. sonst geht das in die Hose. Aber ich finde, man wird belohnt. Also wenn man an sich wirklich rangekämpft hat und einen wirklich schönen Bildausschnitt gefunden hat, der den Weitwinkeln entgegenkommt, dann mag ich diesen Look, weil er einfach, die Bilder haben einfach auch viel Information. Dadurch, dass ich natürlich den Hintergrund, der wird nie so unscharf sein, wie das zum Beispiel bei einem 50er oder 85er ist. Du wirst immer erkennen, was sich da im Hintergrund abspielt, selbst bei einem Summilux. Ja. Und das finde ich aber so spannend, weil man natürlich den Inhalt und die Geschichte der Bilder aufrecht erhält. Ich würde ganz gerne noch eine Geschichte ansprechen. Je größer der Bildwinkel wird, desto stärker sollte man letzten Endes, auch wenn man für einen Print arbeitet, vergrößern. Also der Print muss dann auch entsprechend groß sein, damit man beim Betrachten wirklich die Dynamik und die Tiefe hat. Das ist noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es nützt nichts, mit einem großen Bildwinkel von einem 21er zu arbeiten, um anschließend zu sagen, ich habe meine Dateien alle nur auf dem Bildschirm. Das wird dem Objektiv nicht gerecht. Das befriedigt einen als Fotografen dann auch nicht. Dann bitte gerne auch einen Print und auch gerne mal 50 auf 75, um einfach zu zeigen, das kann das Objektiv. Das ist viel, viel, viel befriedigender vom Ergebnis her. Und ja, man muss sich einarbeiten bei den Objektiven, aber wenn man es hat und wenn man die ersten Ergebnisse hat, wo man davor steht und sagt, wow, das ist auch genau das, was ich zeigen wollte, dann ist das ein total schönes Ergebnis und da kann ich eigentlich nur jeden zu ermutigen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort. Danke. Also lasst euch drauf ein, probiert es aus, geht in den Laden, lasst euch beraten, guckt, dass ihr die Möglichkeit habt, mal etwas auszuprobieren, mal auszutesten. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich zum Schluss sagen soll, aber ich glaube, wir sind auch weitestgehend durch, oder? Hast du noch irgendwas? Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben, ja. So wie wir es immer gemacht haben. Wir freuen uns gerne über Fragen, Anregungen, Wünsche. Genau, wenn ihr Fragen habt, dann ruft ihr einfach den Ralf an. Hier. Meisterkamera, der beantwortet jede Frage gerne. Nein, Ralf, es hat mir wieder Spaß gemacht, es war wieder sehr lehrreich. Vielen Dank, dass du auch so gut vorbereitet bist. Also gerade dieses ganze Historische, das fehlt mir ja total. Von daher finde ich das immer ganz erfrischend. Ich bin halt so davor, Schrauben ausprobieren und finde das dann immer ganz schön, wenn man nochmal so ein bisschen geschichtlichen Abriss dazu hat. Ja, ich finde es halt einfach immer so ein bisschen, es macht das Bild rund. Es ist für den einen oder anderen interessant. Ich persönlich mag es halt so ein bisschen auch die Schritte bei Leica zu sehen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns. War mir eine große Freude, tatsächlich euch auch mal hier zu haben, dich mal hier zu haben. Das ist hübsch und wie gesagt, wer Lust und Zeit und Muße hat, wer gerade eine dieser drei Brennweiten näher ins Auge gefasst hat, mag gerne bei uns vorbeischauen. Dafür sind wir da. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank. Gerne. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Leute. Tschüss.